Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Paints. Wir sind mit den Outlines dran und dann mache ich jetzt auch direkt mal weiter. Ich will die teilweise was dicker machen, weil wenn der Style, der ganz sichtbar ist, schon sehr simpel ist, dann sollen die Outlines wenigstens auch ein bisschen was hermachen. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, ich überlege gerade, ob die noch eine helle Inline bekommen. Aber da bin ich mir irgendwie immer noch unsicher. Obwohl man das eigentlich mit ein bisschen Aufwand super gut schaffen kann, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Ganz ehrlich. Weil ich finde, manchmal ist auch weniger mehr und float auch. Und von daher, naja, das werde ich mir einfach noch überlegen. Ich lasse mir das einfach noch offen, weil es ist kein Muss, also Outlines müssen das nicht haben. Auf Twitch könntet ihr das jetzt super entscheiden, ne? Aber habe ich ja schon drüber geredet in den letzten Folgen. Können wir gerne mal machen bei Zeiten. So, hier ziehe ich die Outline etwas mit rein. Hatte ich einfach im Fill-In schon so kenntlich gemacht. Hier geht das Weiß auch noch ein bisschen weiter runter. Ich weiß gar nicht, wie gut oder nicht gut ihr das sehen könnt. So, und jetzt mache ich mal was anderes. Der B müsste das doch sein, genau. Ich nehme jetzt mal einen dünneren einfach zur Hand. Dann sieht das Ganze gecuttet aus. Ist an manchen Stellen echt vorteilhaft, wenn man damit so minimal noch reinarbeitet. Es wirkt einfach sauberer und ist ja kein großer Aufwand, das mal gerade zu machen. Auch wenn das der nächste Arbeitsschritt ist, wollte ich das gerade hier schon mal machen. Weil es Spaß macht, you know. Okay, freestylen werde ich in diesem Let's Paint nicht, das ist ja im letzten Mal vorgekommen. Aber das lassen wir dieses Mal. So, hier mache ich auch direkt mal die Block-Outlines dran. Alles simpel und easy wie immer. Ja, und leider ist die Leinwand so fettig und saugt mir so viel Farbe, oder absorbiert so viel Farbe. Will die einfach nicht annehmen, stößt sie einfach ab, die perlt dann so weg und ich denke mir, yay! Das bedeutet, an Stellen wie hier muss ich einfach dreimal drüber. Bei jedem Mal drüber gehen kann auch was schief laufen oder die Outline negativ verändern. Da ist man aber leider zu gezwungen und das ist für mich klar negativ. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft keine Billigleinwände. Das hier ist eine, weil es die in gut einfach nicht in der Größe vorrätig gab und ich schnell was holen wollte. Und ich sag's euch, wie jedes Mal kann ich sagen, bereue ich's wieder. Aber manchmal sind auch gute Sachen dabei, ne? Also ich will jetzt hier nicht gegen Schnäppchen wettern. Aber, ja klar, günstigeres ist oft Schrott, ne? Nicht immer, aber oft. Aber ich denke mal,
wenn wir mit dem Style endlich durch sind, wird sich ja für euer Auge erstmal was mehr tun auf dem ganzen Bild. Dann sind wir auch endlich im Let's Paint angekommen. Ich hätte auch gedacht, dass ich schneller durchkomme. Aber das denkt man vorher oft. Ja, ja, mach ich ein bisschen hier, ein bisschen da, Character, Style mit Transformationsmöglichkeiten und so weiter. Und zack, hat man eine riesen Baustelle. Aber eine coole Baustelle, wie ich finde, die mir sehr viel Spaß macht, diese Baustelle. Für mich ist das ja immer Entspannung pur zu malen. Nur mit dem Reden während dem Malen ist etwas schwer, das auch so gut umzusetzen. Und man konzentriert sich halt doch schon extrem auch auf das Bild. Und wenn man dann wie jetzt keine Themen hat, also ich habe da hinten Themen liegen, aber ich habe mir ja jetzt keins genommen, dann kann es schon mal dazu kommen, dass man einen Moment dann schweigt, weil man sich einfach konzentrieren muss. Es gibt sogar Linien, da atme ich nicht mal. Da halte ich die Luft an, während ich die Linie ziehe. Ich weiß auch nicht, warum ich das tue. Habe ich mir so angewöhnt irgendwie. Aber ist schon freaky, würde ich mal behaupten. So, hier die machen wir natürlich auch wieder ein bisschen dicker. Ich muss nur aufpassen, dass ich nirgendwo reinkomme. Mit der Hand. Und ja, genau. Ich muss es immer wieder sagen, für Leute, die jedes Video gucken, scheiße, für die anderen aber wichtig. Schreibt mir Themen rein, wenn ihr weitere Let's Paints haben wollt, müsst ihr mich mit Fragen füttern. Alles andere funktioniert so nicht, ja. Und wenn ihr mich mit genug Fragen füttert, so dass ich sage, okay, darauf kann ich ein LP machen, das reicht, dann mache ich auch wieder eins. So, hier ist der Block mal schwarz geworden. Und es bedarf gar nicht so viel an Fragen, damit ein LP zustande kommen kann. So, hier will ich mal gerade mit Weiß was ausbessern. Weil ich da eben so ein bisschen blöd reingekommen bin. Das ist halt auch super cool bei diesen Faber-Castell Tuschestiften in Kombination mit den Molotow. Die sind so gut zusammen. Die decken, die nerven sich nicht. Sehr, sehr chillig einfach nur die Kombination aus beiden. So, jetzt kommt hier die Outline. Die ist jetzt ein bisschen krüppelig auf dem ersten Zug. Jetzt passe ich die quasi erstmal von innen an, dass sie von innen float. Dafür muss ich hier noch was weiter rein. Und jetzt kümmere ich mich erst um die Außenseite der Outline. Ich auch was dicker mache an der Stelle. So, hier kommen wir schon von der Seite. Alles easy. Und die Beats lenken natürlich auch ab. Da fängt man auch schnell an, in diesen, oh, ich bin jetzt nachdenklich und male, Modus zu verfallen. Da muss man auch immer gegen ankämpfen, wenn man jetzt so ein Let's Paint dreht. So, damit hätten wir dieses Stück. Hier will ich gar nicht großartig was fetter machen. Machen wir gleich alles noch mit dem Feinen. Hier, das vergesse ich nicht, ne? Das kommt noch. Keine Angst. Alles gut.
Aber man merkt bei dieser Leinwand, ich lege da ja schon Gewicht drauf, aber die ist schon doll, hat doll an Spannung verloren von den paar Folgen. Ich glaube, wir befassen uns jetzt quasi zusammengerechnet seit 3,5 Stunden mit dem Bild. Mit dem ganzen Gequatsche und so dauert das ja alles ein bisschen länger. Wenn ich jetzt hochkonzentriert nur malen würde, dann wäre ich auf jeden Fall viel, viel schneller unterwegs. Aber so ist es die etwas längere und schönere Lösung, finde ich. Und wenn du das auch findest, dann schreib mal rein, bitte. Schließlich mache ich das ja alles nur für euch, ne? So, mal gerade luren. Ja, okay, wir sind ja noch gar nicht so lange jetzt dran, auch mit der Folge. Die Outlines wollten wir eh fertig machen. Das machen wir jetzt auch. Das ist ja auch nicht mehr viel. Das heißt, wir können in dieser Folge sogar noch was anderes machen. Und das wäre entweder der Himmel. Aber da der Himmel wieder lange dauert und ich den in einem durchmalen muss, wäre Himmel vielleicht zu lang, würde ich lieber eine extra Folge nehmen. Was wir aber machen können, ist, dass wir quasi dann jetzt doch noch die Outlines mal beleuchten. Auch wenn ich mir immer noch verdammt unsicher bin, ob ich das machen soll oder nicht. Also ich glaube, wenn da ein paar Leute am Start wären, sollten wir das vielleicht wirklich mit dem Twitch nächstes Mal machen. Dann wird das ganz schnell geklärt und dann ist das so. Nur das Problem dabei ist, da brauche ich auf jeden Fall jemanden, der mit mir am Start ist. Der auch die ganze Zeit dann quasi hier sitzt. Weil wenn ich jetzt noch Kommentare jetzt lesen müsste, dann wäre es natürlich, wäre es nicht gut. Weil dann würden wir noch länger für alles brauchen. Das wollen wir ja wirklich nicht. Also ich zumindest nicht. Dauert mir so schon alles viel zu lang. So, hier haben wir ja gesagt, ist der Finger da hinten wieder vor dem Style, ne? So, hier mal gerade das Krüppelige ein bisschen wegmachen. Ich hoffe, ihr seht das auch alle. Alle, vor allem du siehst das. Du einer, der du meine Videos guckst. So. Und an dieser Stelle schöne Grüße an die 3DLK-Crew und die Community und die Gruppe und alle Abonnenten, die Haters, die zum Glück nicht viele sind. Und alle, die ich vergessen habe. Genau, die Forum-Leuts. So, hier sind wir jetzt runter. Da bin ich ein bisschen blöd dran gekommen. Das muss sofort ausgebessert werden. So. B.
bisschen, was haben wir noch an Outlines? Aber das würde mich mal interessieren. Ich muss das auf jeden Fall mal im Auge behalten mit den Touchmarkern auf Leinwand, weil ich habe das auf einer anderen Leinwand getestet. Da ging das sehr gut eigentlich. Und dann hier auf der Leinwand, aber das liegt wahrscheinlich wirklich an der Leinwand, geht es auf einmal voll schlecht. Ich werde das im Auge behalten. Weil die Farben, die von Touchmarker, die sind echt schön würzig und knackig, schön pigmentiert. Da kann man sich eigentlich gar nicht beklagen. Mittlerweile haben wir auch schon 1 Uhr in der Nacht. Ich habe um 19.30 Uhr angefangen, mich hier hinzusetzen und die Folgen nach und nach abzudrehen. Und ich will jetzt noch ein paar Folgen auf jeden Fall machen. Man ist schnell durch. Und ich habe auch Halsschmerzen irgendwie durch zu viele Reden. Und man würde gerne dann auch irgendwann nicht mehr drehen. Also jetzt merke ich schon so, boah, voll anstrengend und so. Ich hoffe, ich halte da noch heute lange durch, weil sonst ist nur noch morgen Zeit und dann ist schon wieder eine neue Arbeitswoche. Und dann ist auch nichts mit Drehen, erst dann am Wochenende wieder. Und ich will dieses Wochenende wenigstens so weit kommen, dass ich dann auch nächstes Wochenende dann fertig werde mit den Aufnahmen und quasi nächstes Wochenende dann auch abschließend den Trailer drehe und dann geht das Zeug auch online. Da ich den Trailer am Schluss drehe, warum auch immer ich das tue, habe ich halt den Ansporn, dass ich vorher jetzt die Folgen erstmal fertig mache. So, ich werde die Leinwand nicht um die Ecke malen. Würde noch länger dauern. So, wichtig ist mir auf jeden Fall bei dem Style, dass der einigermaßen sauber ist. Und ansonsten ist der ja simpel gehalten, weil seine Skills kommen erst ganz am Ende des Bildes. Der wird dann noch viel größer, aber alles nur virtuell, halb sichtbar. Kann man sich jetzt noch gar nicht so wirklich vorstellen. Aber da habe ich echt lustige Sachen. Also ich glaube, das wird so ein Bild sein, wo man auch gut drüber lachen kann. Und ich überlege echt, die Outlines eventuell echt nicht zu schattieren. Aber hier will, wow, hier will ich noch dicker werden mit dem Ding. Das soll nämlich schon mit den Outlines so sein, dass sie an manchen Stellen gut dicker werden. Sorry, dass ich gerade wieder vor der Linse hing. Das muss nämlich so sein. Genau, und hier muss er dann auch entsprechend schon ein bisschen dicker werden. Genau. Ich glaube, hier die Ecke könnte auch etwas dicker sein.
Nur minimal, aber dicker. Dicker. Und eine Sache wollte ich noch tun. Fill-in-mäßig. Ach, der hat noch das Grau von der Outline von eben. Der Stieft. Erstmal austupfen, damit er auf weiß rauskommt und nicht grau. Genau. Hier einfach mal so ein Trenner. Den wollte ich unbedingt haben. Ganz wichtig. So. Und ich glaube, ich überlege mir das jetzt erstmal kurz, ob wir die Outlines noch schattieren. Ansonsten würde ich sagen, sind die Outlines erstmal soweit fertig. Und wir sehen uns in einer weiteren Folge demnächst wieder, wie gewohnt, Montag, Mittwoch, Freitag auf diesem Channel. Euer Zygmunt. Peace.